Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in München bei der Motorworld, wie ihr sehen könnt. Das hier ist der Kohlebunker. Das ist eine geile Veranstaltungshalle, waren wir auch schon mal drin. Und dort drin wartet heute eine Dame auf uns. Genauer gesagt, ihr Name ist Meltem und sie macht zwei Dinge. Sie verkauft BMW-Fahrzeuge, ich glaube M-Fahrzeuge, um genau zu sein. Und sie fährt selber auch einfach sehr krasse Fahrzeuge und macht auch ein bisschen Social Media. Und hat gemeint, ey, komm doch mal vorbei, ich habe einen M8. Also klar, ganz normal, man kennt es, die Frau, die mit dem M8 zur Arbeit fährt. Und der ist etwas anders wie normal. Das wird sie uns jetzt gleich zeigen. Sie ist auch etwas anders als normal, weil sie ist sehr, sehr aufgedreht und geil und lustig. Deswegen freue ich mich darauf. Wir schauen mal, ob sie uns das gleich mal aufmacht hier. Ich bin ganz aufgeregt heute. Guten Morgen! Wir kaufen nichts. Herzlich willkommen! Hey, einmal so hier. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, auch. Hallo, herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen in München. Das ist der Rest der Bande. Schau dir das an. So, ich habe gerade schon gesagt, dass du sehr verrückt bist. Einmal, weil du ein M8 fährst. Zweitens, wegen deiner Art. Das ist okay, oder? Das würdest du auch ja, so klar, sagen. Ja, klar. Ich bin nicht normal, Leute. Wobei, wenn jemand mit einem M-Town Police Car rumfährt, glaube ich, hat eine Schraube locker. Aber dazu stehe ich. Ist okay. Das ist dein Fahrzeug? Ja. Mit dem fährst du den ganzen Tag durch die Gegend? Ja, in München. Und mit einem, mit einer Polizeibeklebung? Ja, genau. Nicht mit einer Uniform. Das wird mir... Untertags sind wir. Aber die hast du auch schon angehabt, ne? Ja, warte mal, wir blenden mal ein Bild ein. ja, schon, aber im Alltag ist es zu aufwendig, weißt du? Immer die Uniform anziehen, aussehen. Deswegen bin ich so undercover Cop. Ja. Ja. Verstehe. Aber du bist eigentlich Verkäuferin? Ja, ich bin M-Verkäuferin hier in München in der Niederlassung und versuche die frechen Fahrzeuge hier zu verkaufen. Kannst du mal so tun, als würdest du mir jetzt das Auto verkaufen? Also du musst jetzt mir und der Community quasi, du musst mir jetzt das Auto so schmackhaft machen, dass ich danach unbedingt also, ganz ehrlich, mir so ein M8 kaufen will. Viel muss man nicht sagen, es ist halt, finde ich persönlich, eins der krassesten M's, die wir haben. Nee, also ich bin, wie gesagt, in M5 gefahren, auch in V8. Und so viele V8s haben wir ja nicht mehr. Ja. Das heißt, ich musste halt wieder ein V8 nehmen. Natürlich. Weil die leider sterben die Fahrzeuge ja irgendwann aus. Ja. Deswegen, solange es geht, fahre ich V8. So, genau. Okay. Also der M8 hat, wie gesagt, 625 PS, 750 Newtonmeter. Mhm. Da geht ordentlich was voran. Und ich finde halt, wie gesagt, die Farbe schwarz, der Saphir-Schwarz ist die Hauptfarbe. Ja. Ich habe den jetzt nur foliert, in Anführungsstrichen, das Logo drauf, die Türen habe ich foliert. Und ich fahre jetzt auch nicht mit meinem Blaulicht rum, weil das darf man ja natürlich nicht, ne? Natürlich machen wir sowas nicht. Wir machen nur etwas, das absolut legal ist. Deswegen, so ist es, so ist es. Und ja, ich habe normal 20 Zoll Felgen drauf, das sind jetzt die Winterreifen. Das ist okay, das ist entschuldigt. Aber so wie der da steht, was würde der jetzt kosten, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte den jetzt kaufen? Circa 160. 160? Ja, genau. Hat die serienmäßigen Vollleder-Merino-Sitze drin, innen natürlich Carbon-Interieurleiste, schauen wir uns aber gerne im Fahrzeug nochmal an. Natürlich. Aber ansonsten, wie gesagt, man hat ja viel mehr Möglichkeiten auch im Bereich der Farbe, ne? So eine freche Individualfarbe. Ich meine, bei euch gibt es ja auch diverse Farben, die man bestellen kann. Was ist, was heißt bei euch? It was at this moment. Du meinst bei Audi jetzt, ja, oder was? Genau, ja, ja, wir sind nicht Audi. Ich bin auch nicht Audi. Ich war mal Audi. Die Zeiten sind vorbei. Ach, Schwarz. Nee, ich meine, aber bei jedem Hersteller gibt es ja Möglichkeiten auch, das Fahrzeug nochmal individueller zu gestalten. Gibt es denn auch in diesen ganzen bunten Farben, wie ja, jetzt M3, M4, die ganzen Dinger? Kann man alles hier auch bestellen? Alles machbar. Okay. Kostet natürlich Aufpreis, mehr als eine Serienlackierung. Ja. Aber in so einem frechen Toronto-Rot oder Speed Yellow oder Urban Green. Urban Green? Urban Green. Gute Farbe. Sehe ich mich. Ja? Ja, passend zu meinem... Lass uns mal das Polizeiding von hinten auch nochmal anschauen. Ja. So. Aber man darf so dieses Polizeidesign an sich davon haben, hier so ein Emergency, was ja, ich klar. Was. Das ist alles okay, ne? Boah, schau mal an, von hinten kommt schon sehr krass. Also von hinten jetzt mit dem komplett schwarz, mit den Lichtern oben drauf, boah. Das ist schon eine Ansage, ey. Ja, ne? Das ist schon eine Ansage. Also, sind die Leute dann sagen, erstaunt, wenn du da aussteigst? Ja, voll. Ja, ne? Richtig krass. Und auf der Autobahn, ich will ja jetzt nichts platziert, aber die machen schon gern Platz, ne? Wenn ich da ankomme, auf der linken Spur. Weil sie das Licht ziehen und langsam? Nee, ohne Licht, ne? Ohne Licht. Aber ohne Licht ist der auch genauso böse. Mhm. Und ja, vor allem, wenn deine Frau aussteigt, ist immer so, okay, was ist jetzt hier los? Und es gibt echt Leute, die fragen, ob ich wirklich Polizistin bin.
Ja, schaust auch ein bisschen böse aus. Also muss man, ich war mir entschuldige auch nicht sicher. Mal. War mir ich, auch nicht sicher. Ich würde sagen, ich bin der Ursprung der Nettigkeit. Absolut, gell? Absolut. Und hier Meltteam. Genau. Ist deine Meltteam ist meine Community. Okay, und deine Fans. Meine, ja, das Fans, eine Community. Und wir haben damit angefangen vor einem Jahr, 2020. Und ja, mittlerweile haben wir einige M-Fans deutschlandweit. Ja, das ist top, ey. Meine Fans heißen, also zumindest die Podcast-Fans, heißen Rammler. Ja, das ist so, ne? Also Grüße gehen raus. Ja, ich will ganz viele Rammler-Kommentare okay, jetzt unter dem Video. Also ja. Ihr Rammler. Ja, da wird ordentlich durchgerammelt, sag ich dir. Gut, hätten wir das auch geklärt? Perfekt. So, wir schauen mal innen rein, weil wir fahren jetzt ja gleich eine Runde. Und ich würde fast sagen, du beginnst mit Fahren. Sehr gerne. Also, ich setze mich schon mal hier rein. Wir können mal kurz das Interieur uns ein bisschen anschauen. Bist du bist du richtig so eine sportliche Fahrerin? So ein bisschen ja, auf M1 habe ich alles auf Sportplus eingestellt. Und ich fahre nur auf Sportplus eigentlich. Klar, natürlich. Ja, klar. Also, die ganzen Deppen, schon, die auf normal rumfahren, ist ja lächerlich. Ne? Okay. Nee, auf alle Fälle, genau. Serienmäßig die Lina Merino-Sitze. Kannst du mal fühlen, richtig hochwertig gemacht. Die gibt es serienmäßig bei beim M8. Ja. Hier ist noch Folie drauf, ne? Die bleibt auch dran. Warum? Weiß ich nicht. Okay. Die, also die, hier habe ich schon abgenommen. Ja. Aber ich finde, das ist so ein geiles. Weißt du was? Ja. Nein. Du darfst sie abziehen. Ich darf sie abziehen? Ja, ich bin heute sehr sozial. Deswegen darfst du jetzt meine Folie abziehen, Leute. Das heißt ja. Was. Die Leute, die mir folgen, die wissen, dass es durfte die normalerweise noch nie einer bei Meltteam die Folie abziehen, ja. Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid. Oh, jetzt geht es gleich richtig ab. Jetzt gibt es gleich einen Heiratsantrag im Anschluss. Oh, ich liebe das Gefühl. Oh okay. Gott. Ja, das ist ja schon mal ein Traum bis hierhin. Nee, das ist schon mal, also bisher, ich fühle mich auch ganz wohl, muss ich sagen. Ja, auf alle Fälle. Ansonsten Carbon-Interieurleiste. Schmeiß mal da rein. Dein Müll kannst du gerne mitnehmen. Nee, nehme ich nachher mit. Ansonsten, genau, würde ich sagen, let's go. Hilft ja nichts, ne? Aber den Sound in dieser Halle musst du auch nochmal aufnehmen. Ja. Den Kaltstart. Den Kaltstart machen wir jetzt gleich. Wir hauen erstmal noch einen fetten Porn rein und dann fahren wir los. Jawohl. Ja, viel Spaß. Officers are on the scene. Go ahead. Shots fired 147 Maple Street. Requesting backup. Transport is on the way. I swear I need a hit. I go over anything like ranch. Facts. Fuck. Think I want a yacht and a ranch. Yes, hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking yeah. Can't. I go over anything like rants. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served in my advance. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank and a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah, I go over anything like ranch. Facts. Ganz entspannt, ganz entspannt da durchfahren. Ey. Da gibt's kein Scheiße. Aber ich würde ehrlich gesagt mal den Sitz noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ja, sitze ich zu weit vorne. Du sitzt da wie bestellt. Wie ein kleines Kind. Ne? Hast du Angst oder was? Ja, ja, ein bisschen schon. Ne? Ja, genau. Ganz ja. Ach, so. Angst kannst du auch haben, weil du hast meine Folie abgezogen. Eben. Ja. Muss ich aufpassen. Das muss ich jetzt wieder reinholen. Diese Emotion, die ich verloren habe. Da kannst du dich nicht festhalten. Ja, ich hab. Das ist ein Reflex. Das ist ein Reflex einfach. Ich halte mich einfach ganz gerne auch fest. Ich finde es auch einfach schön. Weißt? Ich brauche einen gewissen Halt im Leben. Was? Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Schadet ja auch nicht. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. So, was das Auto 0 auf 100? 3,2. Ja. Also schon ein gutes Stück langsamer als so ein M5 CS jetzt. Aber es hat halt einfach schwerer, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Eine wichtige Frage. Kannst du kochen? Wenn ich es muss, ja. So, das Ding ist, ich kann's nicht. Das war mir auch klar. Aber es gibt da was Geiles. Und zwar HelloFresh. Das ist nämlich der Partner des heutigen Videos. Passt perfekt, wenn wir jetzt bei uns schon mal über das Essen unterhalten. Weil so jemand wie ich, ne? Ich kann
nicht sehr gut kochen und ich bin auch jemand, der nicht sehr gerne einkaufen geht. Und wenn ich einkaufen gehe, weiß ich nicht, was ich kaufen soll oder kaufe zu viel. So, und wenn du jetzt HelloFresh hast, dann kannst du dir jede Woche quasi so im Abo, wöchentlich kündbar aber auch, Essen bestellen. Also ich suche dir was raus, zum Beispiel sowas wie vegane Maultaschen auf Wurzelgemüsesalat. Und man sucht sich das jetzt raus, dann kriegt man genau exakt die Zutaten für dieses Gericht. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau das, was du brauchst, kommt in einer Tüte, ist nachhaltig verpackt zu dir nach Hause mit einer Anleitung, die wirklich jeder checken kann, ne? Also selbst ich, und ich kann das wirklich nicht. Also es ist nicht schwer für alle, die das ausprobieren wollen. Leute, checkt das ab, es sind geile Gerichte, geile Zutaten für jeden, selbst für mich machbar, macht voll Sinn. Und wenn ihr den Code Daniel benutzt bei der Anmeldung, dann bekommt ihr jetzt auch noch 80 Euro geschenkt. Checkt das gerne ab, macht Spaß und lohnt sich. Was ich ehrlich sagen muss, man hat aber echt sau wenig Platz. Also hinten ist ich sag's dir ehrlich, oder? Hinten, deine Größe ist so das Maximum, was hinten noch sitzen kann. Aber hast du schon, also für Beine schon, also bei mir wäre jetzt schon gar nichts mehr. Geht gar nicht. Also Bianca, wenn die hinten sitzen muss, kriegt die Schnappatmung. Ja. Also, nur zur Info, dieses Fahrzeug besitzt kein M-Java's Package. Bedeutet VMAX 250. Was? Ja. What? Bro, what are you talking about, man? M8 fährt nur 250. Warte, man kann auch 305 fahren. Aber das muss dafür extra zahlen. Das M-Java's Package ist nicht verbaut. Ach. Weil, wie gesagt, jetzt wäre frei. M-Driver's Package, sorry, weil das scheint die Kopie hier. Hab ich schon. Danach raus und wir wären eh bei 250 gewesen. Das heißt, da wäre Ende. Ein bisschen was geht schon noch. Ja? Ja. Perfekt. Perfekt. Echt? Ich hab voll Bock, lass mich jetzt. Lass mich jetzt ein bisschen fahren. Ich hab voll Bock. Hilfe! Stopp an dieser Stelle, Mensch. Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so einen Scheiß immer wieder antue. Also ganz ehrlich, in einem M8 neben einer ansehnlichen Frau zu sitzen, die Auto fahren kann, ist doch schön, oder nicht? Sag jetzt nichts Falsches. Oh, so viele Sprüche, die mir jetzt schon wieder durch den Kopf gehen. Ich weiß. Aber lass es. Lass es einfach. Ich lass es an der Stelle, ja. Man kann nur verlieren. Okay, ich fahre jetzt da vorne raus. Ja. Kommt da der Ausfall? Ich krieg Gänsehaut, ne? Ich brauche halt echt. Ja, ich fahre nicht ich mal. Völlig, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ja. Ich brauche einfach nur einen V8, gescheiten M. Wenn du dich entscheiden müsstest, dein Traummann oder dein, also für immer dein, also für immer mit einem Mann oder für immer nur mit einem Auto? Oh, mit einem M. Was für eine Frage. Also ich fange mal so an, ich könnte zum Beispiel nicht mit jemandem zusammen sein, der krankhaft Mercedes-Fan ist. Ja gut, das kann ja wohl niemand auf der Welt. Also das könnte ich nicht. So. Und ich will auch dazu mal sagen, ich habe ja vorher bei Audi gearbeitet, 5 Jahre. Ah, okay. Deswegen, Audi, kein Problem, Mercedes wird schwierig. Also okay, ich habe nichts gegen Mercedes, also aber ich habe Chancen. Bitte? Ich habe Chancen, meinst du, wolltest du jetzt gerade sagen. Ja, das hat er zugesagt, aber Hast du einen Freund? Auf alle Fälle. Bitte? Hast du einen Freund? Nein. Ja, also, perfekt. Da muss ich doch gleich mal die grüne Keule hochhalten, ihr Mensch. Na, wie war's? Mega. Hat echt Spaß gemacht. Hat es wirklich Spaß gemacht? Er hat mir so viel Spaß gemacht, so wir tauschen jetzt. Jetzt fährt der Fatti hier mal das Auto. Ja, dann viel Spaß, ne? Danke, mach's gut, tschüss. Das ist aber unfair. Auf deiner Strecke hier ist gar nichts los. Ja gut, der liebe Gott weiß halt, wie er es aufteilen muss. Fuck, das Ding geht schon richtig gut, ne? Ja, ne? Geil. Boah, aber dieser Begrenzer bei 250, das ist ja schon ein bisschen. Ja. Das ist ja schon ein bisschen ekelhaft. Also, oder? Überleg mal, wenn der bis 305 fahren würde.
Ja, aber warum? Also, ich habe den nicht. Ich bin, bei uns ist es so, dass man... Warum gibt es das Auto überhaupt so mit 2,50? Was hat, also was ist der Sinn dahinter? Einfach, dass man nochmal was extra verkaufen kann. Vor allem, wir haben bei dem M-Java's Package auch ein Fahrradtraining dabei. Ein was? Fahrradtraining. Fahrradtraining? Ein Rennstreckentraining. Ja, da war ich für auch die schon. Leute. Mit BMW. Quasi in dem M-Java's Package, bei der VMAX-Aufhebung ist das automatisch mit drin. Ah, okay. Heißt, wenn du nicht vorher auf der Rennstrecke trainierst, dann darfst du dich da auch nicht fahren. Dann solltest du nicht. Okay. Kontrolliert ja keiner, aber solltest du einfach nicht machen. Ja, ja, kannst ja doch noch nicht. Boah, das ist geil. Das bockt schon, das Ding. Ja, schon. Man sieht dir schon an, dass du Spaß hast. Warum lachst du? Ich habe das Gefühl, du hast schon wieder irgendwelche komischen Sachen. Bist du schon wieder bestellt? Ich finde es irgendwie ganz strange, dass Klebeband bei mir im Auto ist. Ich habe immer Klebeband dabei. Echt? Ja, klar. Für die GoPros oder was machst du damit? Man weiß ja nie, was gut ist. Okay, alles klar. Also, diese Zweideutigkeit bei dir ist echt... Ist heute richtig viel da, ne? Echt, wirklich. Was ich nur wissen wollte, wie viele Autos, also was ist denn richtig gut, also wenn man ein richtig gutes Jahr hat, wie viele Autos verkauft man dann als M-Verkäufer? Also ich meine, zwischen 100 und 120 Fahrzeuge ist gut, heutzutage, okay. Klar, es gibt einige Verkäufer, die verkaufen mit Sicherheit auch mehr, aber man muss halt gucken, wie viel M's verkauft einer. Ja. Und vor, keine Ahnung, drei Monaten habe ich am Sachsenring meinen Preis bekommen. Drittbeste M-Verkäufer in Deutschland. Ernsthaft? Mhm. Verkäuferin oder generell? Verkäufer, also, Verkäuferin. Okay. In der Branche gibt es ja keine, gibt's nicht so viele Frauen tatsächlich. Ja. Und bin ich echt stolz drauf. Kann ich dir mal zeigen. Das ist krass. Mhm. Respekt. Okay, gib ihm. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück an der Motorworld. Zeig noch mal ganz kurz, ich habe es gerade noch jetzt beim Aussteigen hier gesehen, deine Fingernägel einmal. Das ist wahre BMW-Liebe, würde ich sagen. Das ist ja überkrass. Mehr Leidenschaft kann man echt nicht haben. Ja, und man merkt auch, du hast Leidenschaft. Vielen Dank, dass du... ja, ebenso, dass wir hier mal eine Spritztour machen durften. Ja, sehr Spaß gerne. Gemacht. Sehr geiles Auto. Dankeschön. Leute, wenn ihr das seht in München, dann bitte auf die Seite fahren, weil dann wird es schwierig für euch. Und wenn ihr mal ein BMW M kaufen wollt, dann könnt ihr natürlich auch direkt schreiben. Wenn ihr mal einen geilen Audi RS6R oder so kaufen wollt, könnt ihr auch mir schreiben. Und wenn ihr nichts kaufen wollt, dann lasst wenigstens ein Like da, dann freuen wir uns auch. Ne? So, so ist es. Dann bis zum nächsten Dankeschön, Mal. Dankeschön, bis Danke, dann. Danke, haut rein, ciao. Nothing can stop me, I'm all the way.